Liebe Schwestern und Brüder, der Osterspaziergang gehört für ganz viele zum Osterfest. Bei wunderbarem Wetter wie in diesem Jahr zeigt sich, was Ostern ist. Eine Erfahrung von frischem Leben und lebendigem Erzählen. Leben und Erzählen, daraus wächst und lebt unser christlicher Glaube. An jedem Ostermontag wird das Emmaus-Evangelium erzählt. Es erinnert an die Erscheinung Jesu vor den beiden Jüngern, die traurig von Jerusalem weg nach Emmaus gehen und ihm, den sie nicht erkennen, genau zuhören. Als er das Brot bricht, gehen ihnen sprichwörtlich die Augen auf und über. Sie erkennen den Auferstandenen. Und noch eine Erfahrung machen sie. Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Ein brennendes Herz zu haben, das ist ein Zeichen von Glaube. Das Gefühl zu haben, dass das Herz brennt, hat mit Liebe zu tun, mit Hingerissensein, mit großem Erstaunen und einer ganz lebendigen Beziehung. Manchmal brennt zwar das Herz vor Schmerz, aber manchmal auch vor Freude. So geht es den Jüngern von Emmaus bei ihrem Osterspaziergang, der sich unvermutet als ein solcher entpuppt. Der Ostermontag ist der Tag, an dem wir lernen können, an Ostern hat das Ende ein Ende gefunden, das Leben trägt den Sieg davon. Dabei ist Ostern nicht einfach die Wiedererweckung eines Toten, sondern die Auferweckung Jesu zu neuem Leben. Jesus ist auferstanden. Darum auch geht Ostern eigentlich nicht mehr vorbei. Ostern fängt immer wieder an. Die Emmaus-Jünger gehören zu den ersten Anfängern auf dem Weg von der Trauer zur Freude, vom Dunkel zum Licht, von der Verzweiflung zum Glauben. Der Osterspaziergang ist heute eine dezente, aber doch deutliche Einladung, unser Christsein und unser Leben als Kirche als einen langen Weg zu begreifen, auf dem es immer wieder Neues zu entdecken und zu lernen gibt. Es geht um die Erfahrung, dass das Leben die Wunden, die die Geschichte schlägt, nicht außer Acht lässt, nicht verbannt und verdrängt, sondern ernst nimmt. Der Auferstandene ist der verwundet Gekreuzigte. Denn die Hingabe seines Lebens ist Zeichen seiner Liebe zu uns. Seine Lebensgesetze haben auf Dauer Geltung. Was ihm wichtig war, bleibt. Leben in der Liebe Gottes und Verkündigung von Gottes Reich. Das ist bis heute die tiefste Mitte unserer Gemeinschaft im Glauben und in der Kirche. Wir leben im Licht des Auferstandenen, der Gekreuzigte bleibt und uns und seine Kirche auf allen Wegen begleitet. Keiner von uns weiß heute, was das Leben morgen und übermorgen bringt. Wir werden es herausfinden, Schritt für Schritt. Der Glaube an den Auferstandenen öffnet dabei die Zukunft auf eine besondere Weise. Der Glaube nämlich gibt uns Hoffnung, die zur Gewissheit werden kann, dass alles gut wird, eben ein Weg zur Auferstehung. Das gilt vor allem für die Menschen, die schon gestorben sind. Unser Glaube sagt, dass sie bei Gott leben und für sie alles gut wird. Was aber ist von ihnen geblieben? Woran erinnern wir uns? Was haben Sie von ihnen noch zu Hause als Erinnerungsstück? Das meiste davon sind einfache Zeichen, die in die Tiefe führen, an das Herz der Verstorbenen, an deren Lebenshingabe erinnern oder an was auch immer. Doch auch wenn das alles nicht wäre, jeder Verstorbene lebt im Licht Gottes. Das bleibt von ihrem Weg. Von Jesus, dem gekreuzigt Auferstandenen, wissen wir im Glauben, er selbst bleibt bei uns. Er schenkt sich uns im Mahl der Eucharistie, er zeigt sich uns in den Berichten und Erzählungen des Evangeliums. Er macht im Glauben unser Herz brennen. So geht der Weg weiter von Ostern in den Alltag hinein. Wir sind nie mehr allein, sondern gehen wie die Emmaus-Jünger mit dem gekreuzigt Auferstandenen unseren Weg. Seien Sie, Ihre Familien und alle, die zu Ihnen gehören, für alle diese Wege österlich gesegnet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.